Liebe Finanzmarkt-Welcome-Unity, ist das Gröbste an der Börse etwa schon vorbei? Dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Und wir starten zuerst mit dem Blick auf den DAX. Nachdem der DAX in den letzten Wochen, also seit Anfang Juni, von 14.600, 14.700 Punkte ordentlich abgerutscht ist, hat der Verkaufsdruck hier in den letzten Tagen etwas nachgelassen. Wir sehen, dass die Käufer immer wieder für so ein bisschen Gegenbewegung sorgen. Die nächste ganz markante Marke ist der Bereich 13.600 bis 13.800 Punkte. Und auf dieses Niveau, da müssen wir schauen, wenn wir hier zum Beispiel so Schatten oben sehen, so wie wir das hier zum Beispiel gesehen haben, so einen kleinen Candlestick Shooting Star, dann wäre das ein Zeichen, Achtung, wir müssen uns wieder anschnallen, wir müssen uns auf neue Tiefs einstellen, die dann im Bereich 12.200 bis 12.400 einen Boden bilden könnten. Wenn es die Käufer hingegen schaffen, deutlich nach oben anzulaufen, dann haben wir die nächste Hürde zwischen mittlerweile 14.600, 14.800 hoch bis 15.100 Punkten. Dort ist wieder mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Und wir müssen uns ja mit Hilfe der Chartanalyse, müssen wir uns Szenarien bilden, wo wir in einen Markt einsteigen, wo wir in einen Markt wieder aussteigen wollen, wo also die Chancen am höchsten liegen. Und da sind entsprechend 13.6 bis 13.8, später der Bereich 14.6, 14.8 sind mögliche Marken, in denen wir reagieren können. Jetzt in den nächsten Tagen ist erstmal entsprechend mit einer Aufwärtsbewegung zu rechnen. Schauen wir uns das Bild im S&P 500 an. Und hier war das, was wir im DAX gerade schon angesprochen hatten, den Widerstandsbereich, den hatten wir hier so zwischen 3.850 und 3.900 Punkten. Dieses Widerstandsniveau wurde am Freitag überwunden. Am Freitag der S&P 3% im Plus, also richtig Stärke gezeigt. So, was kann jetzt passieren? Beziehungsweise der Widerstand ist überwunden, ist ein Zeichen der Stärke. Das heißt, nächstes Ziel im Bereich 4.1 bis 4.150. Dort hatten wir zuletzt Unterstützung, ist zum Widerstandsniveau geworden. Das heißt, wir müssen auch hier beim nächsten Anlauf mit einer Reaktion nach unten rechnen. Das heißt, dort könnte man wieder Short-Positionen aufbauen, mit einem Stop über dem Widerstand, um hier auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Und dann kommt es darauf an, wie diese Gegenbewegung ausgebildet wird. Verläuft sie schnell, steil, dynamisch, dann werden wir wahrscheinlich nochmal in dem Bereich 3.500, 3.600 Punkte zurückrudern. Dort ist dann langfristig durchaus interessantes Einstiegsniveau. Sollten wir von dem Widerstand nur hier, wie im zweiten markiert, nur so ein bisschen seitwärts laufen, dann wäre das ein weiteres Zeichen der Schwäche. Dann sollte man sich aus einer möglichen Short-Position recht bald wieder verabschieden und sich eher auf der Long-Seite platzieren, um dann hier den Ausbruch nach oben mitnehmen zu können, um dann in Richtung 4.600 Punkte im S&P nach oben zu laufen. Schauen wir uns den Dow Jones an, und das hatte ich jetzt beim DAX und beim S&P noch nicht gesagt. Langfristige Positionen, die kaufen wir bei Kursrücksetzern, so wie jetzt hier zum Beispiel im Dow Jones gesehen. So ein altes Widerstandsniveau, Verlaufshoch aus dem Jahr 2020 vor dem Corona-Crash, wurde dann hier nochmal angelaufen als Widerstand, wurde später als Unterstützung angelaufen, und das Niveau wurde jetzt auch wieder angelaufen. Das heißt, das ist ein langfristiges Kaufniveau. Und für langfristig heißt mit Blick auf die nächsten 5 Jahre oder gerne länger. Und ich bin ein Freund davon, in fallende Märkte langfristige Positionen zu kaufen. Da gehe ich so vor, ich sage mal, hier erste Tranche, fällt der Markt weiter, würde ich später nochmal eine weitere Tranche nachkaufen. Weil man natürlich nie weiß, ist es jetzt tatsächlich der Boden, ist es das Ende? Sehen wir jetzt wieder neue Hochs oder sehen wir den totalen Reset und wir machen nochmal die Gerätsche weiter nach unten. Deswegen kaufe ich da gestaffelt in den Markt ein. Und Dow Jones auf jeden Fall von dieser markanten Unterstützung jetzt auch erstmal wieder auf dem Weg nach oben. 33.000 Punkte wäre hier so die nächste große Widerstandsmarke. Oh, jetzt wird es spannend im Euro-US-Dollar. Beziehungsweise spannend ist er grundsätzlich immer an der Börse. Aber im Euro-Dollar hatten wir das Unterstützungsniveau hier 2015, 2017er Tiefs hatten wir zuletzt erreicht. Und auch das ist wieder so ein Niveau, da ist erstmal Kaufniveau da. Muss man erstmal mit einer Gegenbewegung rechnen. Und von diesem Niveau hatte ich tatsächlich mit einer Bewegung Richtung 1,11, 1,12 gerechnet. Jetzt ist aber Folgendes passiert.
das zweite Szenario, nämlich hier, dass er in Rot. Es gab nochmal einen Rücksetzer, die Unterstützung hat weiterhin gehalten, aber das ist insgesamt so ein bisschen ein Zeichen, was die Stimmung eintrübt. Also die Käufer können sich hier nicht nachhaltig durchsetzen. Das heißt, hier ist wahrscheinlich, dass wir diesen sehen, so ein bisschen den Flattermann machen. Und dann dürften wir irgendwann tendenziell eher nochmal nach unten durchrutschen. Parität lässt grüßen, 0,84 waren, glaube ich, mal so die Tiefs. Und das blüht uns hier im Euro. Ja, jetzt möchte ich Ihnen mal einen Chart zeigen. Encore Wire muss man nicht zwingend kennen. Die Aktie habe ich jetzt gekauft. Mit meinen Kunden habe ich immer dienstags, donnerstags, haben wir immer Webinare. Da schauen wir uns unter anderem Trading-Ideen an. Wir machen uns auf die Suche und bestimmen, wo macht es Sinn, in eine Aktie einzusteigen, wo muss der Stop-Loss platziert werden, wo muss das Kursziel gesetzt werden. Und hier haben wir eigentlich genau das gleiche Bild wie eben im Dow Jones, wie im Euro-Dollar. So, wir haben ein markantes Unterstützungsniveau erreicht und wir haben hier eine Position aufgebaut. Besprochen haben wir die Aktie live am Donnerstag hier, als wir diese rote Kerze gesehen hatten. Das war um 19, ich sag mal zwischen 19 und 20 Uhr haben wir das besprochen und da war die Aktie echt deutlich tief. Und da kommen natürlich immer Zweifel auf. Natürlich weiß man nie, hält dieses Niveau? Oder eben nicht. Für eben nicht hat man einen Stop-Loss. Und wenn das Niveau hält und das hat in der Vergangenheit schon immer gehalten, hat in der Vergangenheit schon Gewinne eingebracht, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir auch dieses Mal wieder eine schöne Aufwärtsbewegung sehen. Und dann ist es wichtig, wenn wir gucken, das war unser Risiko oder Einstieg minus Stop-Loss, das ist das Risiko, was wir pro Aktie akzeptiert haben und entsprechend ist das Ziel, dass wir das Risiko möglichst häufig verdienen. Nur darum geht es an der Börse. Es geht nicht darum, dass man x Prozent gemacht hat. Na, wenn wir gucken, ich sage mal irgendwie von 100 auf 128, dass man 28% gemacht hat. Darum geht es nicht. Das ist total egal. Es geht immer nur darum, wie hoch ist mein Gewinn im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Ganz, ganz wichtige Lektion. Und wie wir hier sehen, so 2, und ein bisschen was mal haben wir hier einfach die Chance, unser eingegangenes Risiko zu verdienen. Und auch hier müssen wir natürlich gucken, ich sag mal, der Trade läuft schon mal gut an. Wir können den Stop-Loss schon ein Stück weit nachziehen. Und je nachdem, wenn wir jetzt hier wie im Euro nur so ein bisschen seitwärts laufen, dann muss man das akzeptieren. Dann muss man wissen, okay, jetzt muss ich reagieren. Und trennt sich entsprechend von der Position. So, mal kleiner Hinweis für das, was ich so mit meinen Kunden mache und wie so das Trading, das Swing Trading funktioniert. Swing Trading heißt, ich halte die Position über mehrere Tage, vielleicht ein paar Wochen. Wir wissen nicht genau, wann das Ziel erreicht wird, ob es überhaupt erreicht wird. Aber so, das Ziel ist einfach, ne, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 2, 3 Wochen das Ziel erreichen. Das versteht man unter Swing Trading. Und jetzt gucken wir uns das Silber an. Und auch hier hatten wir dieses markante Unterstützungsniveau, 21 bis 22. Habe ich immer wieder gesagt, das ist Kaufniveau. Und zuletzt wurde, ich sag mal hier, Kaufniveau, bam, unterschritten, ausgestoppt. Okay, ist halt so. So funktioniert die Börse. Nicht jeder Trade kann gewinnen. Und jetzt sehen wir diesen hier, hoch, runter, hoch, runter. Nach unten war Dynamik. Und jetzt sehen wir so ein bisschen hin und her. Am Freitag haben wir nochmal. Ja, leider kein neues Tief gemacht, aber Schatten unten. Das heißt, zum Handelsschluss sind die Käufer wieder reingekommen. Das heißt, quasi letzte Chance jetzt hier für die Käufer nochmal ordentlich wieder anzuziehen, dass wir das Unterstützungsniveau wieder hinter uns lassen. Wenn aber Folgendes passiert, dass wir hier nur so, ne, wie schematisch dargestellt, hoch, runter, hoch, runter ausbilden, dann sieht es auch für Silber nicht gut aus. Dann ist hier nochmal mit einem Rutsch zu rechnen. Und auf diesen Rutsch kann man sich wieder einstellen, dass man guckt, ach wunderbar, ne? Wo sind die nächsten Unterstützungen, wo kann man auf eine Gegenbewegung spekulieren. Und dann erwarte ich im Silber tatsächlich eine große übergeordnete Aufwärtsbewegung. Jetzt möchte ich noch den Weizen-Future mit ansprechen. Ich bin dagegen, da drin zu handeln. Ne? Mit Essen spielt man nicht. Ich möchte ihn einfach nur rein aus charttechnischer Sicht einmal besprechen, weil wir hier quasi das gesehen haben, was wir eben auf der unteren Seite schon mal gesehen haben. Das funktioniert auch bei Verlaufshochs. Wenn wir mal gucken, 2008, Weizen-Future hier durch Chicago, ich kenne mich da nicht genau mit aus.
Chicago Weizen 2008 hat hier ein Verlaufshoch notiert. Und dieses Hoch wurde zuletzt auch wieder angelaufen und erzeugt eine deutliche Gegenbewegung. Und das sind doch so Zeichen, warum man die Charttechnik nicht verteufeln sollte. Weil man damit einfach gute Gelegenheiten findet, um an der Börse Geld zu verdienen. Und das dauerhaft, wenn man sich einen Plan zurechtlegt. Und wenn ihr euch fragt, warum ich eigentlich nur diese horizontalen Linien nutze, Bereiche und nicht so steigende Trendlinien, sieht man ja auch immer mal wieder, ne? So steigende Trendlinien, die uns ja auch zeigen, nach Möglichkeit, dass ein Trend beendet ist. Wenn ihr wissen wollt, warum ich die horizontalen Linien nutze und die fallenden nicht, dann schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal das letzte Video. Ich werde das hier auch mal in den Kommentaren unten verlinken. Da bespreche ich das und da zeige ich mal, warum ich das genau so mache, wie ich es mache und warum das andere meines Erachtens nach schwierig ist. Und wenn ihr mir helfen wollt und euch einen Gefallen tun wollt, denn bei mir gibt es auch immer was zu lernen in den Videos zum Thema Börse, zum Thema Trading. Und mir könnt ihr helfen, indem ihr meinen Kanal abonniert. Ich brauche noch so ungefähr 150 neue Abonnenten, dann habe ich die 10.000 Follower-Marke geknackt. Das ist grundsätzlich eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger, also für den Algorithmus, ist es, dass die Videos geguckt werden, von Anfang bis zum Ende nach Möglichkeit, denn dann werden sie an eine möglichst große Anzahl an Leuten auch ausgespielt und das wiederum wird mir helfen. Deswegen betätigt am besten noch gleich unten rechts, da gibt es so eine kleine Glocke, die betätigen, dann bekommt ihr mal Bescheid, wenn von mir ein neues Video veröffentlicht wird und dann guckt es euch an, am besten von vorne bis hinten. Und jetzt wünsche ich euch einen schönes Wochenende und einen guten Start. Mein Name ist Mario Steinrücken. Ich habe es zu Anfang nicht gesagt. Das Wichtige zuerst, das Unwichtige zum Schluss. Ehemaliger Wertpapierhändler an den Börsen in Stuttgart. In Frankfurt habe ich auf dem Parkett gearbeitet als Aktienhändler. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne ein Like da lassen. Abonniert natürlich auch den Kanal von Finanzmarktwelt. Das habt ihr aber sowieso schon gemacht. Sonst würdet ihr dieses Video nicht sehen. Guckt euch gerne meinen Kanal an und jetzt euch alles Gute.